Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Ben 1974. Wir sind bei Blue Shadow auf dem NES, ein Game von Natsume. Und den Hersteller werden sicherlich eine Menge Leute von was anderem kennen. Schreibt sie jetzt mal in die Kommentare. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ihr so ein bisschen der Meinung seid, hey Moment, dieses Konzept auch mit dem Intro und so kommt einem irgendwie bekannt vor. Oder jetzt hier zum Beispiel der Ninja mit dem Schwert. Moment, das hatten wir doch auch schon irgendwo alles. Ja, das ist weder Ninja Gaiden noch bei uns Europa ja so geil betitelt mit Shadow Warriors. Nee, das ist Blue Shadow. Aber ihr werdet gleich sehen, dieses Spiel ist verdammt Ninja Gaiden inspiriert. Was ja nicht verkehrt ist, das war ja ein geiles Game. Oder beziehungsweise die ganze Trilogie ist ja eigentlich gut. Der dritte können wir jetzt ein bisschen philosophieren. Der ist vielleicht jetzt nicht ganz so cremig, aber wir gucken einfach mal rein. Ihr seht Hayate oder KLD. Das übliche, ne? Die Bimmy und Jimmy von Japan, so ungefähr. So, das ist unser kleiner Last Ninja. In sehr interessanten Tarnfarben. Okay, da geht's nicht weiter. Dann müssen wir da lang. Die Steuerung ist absolut präzise und exzellent. Da kann ich gar nicht rumnörgeln. Ich habe den Titel tatsächlich, bevor er irgendwann mal bei hier Nostalgiga irgendwo aufgetreten, kannte ich den überhaupt nicht. Und dann habe ich witzigerweise, wahrscheinlich als einer der wenigen, tatsächlich mal bei eBayhausen gesucht. Und ich glaube, 8 inklusive Porto hat mich das Ding gekostet. Und ich kann euch sagen, geil. So, komm, würdest du mal ihn erledigen? Hallo, ich lobe kurz das Gameplay und dann werde ich hier so veralbert. Weg mit dir eben. Also jetzt geht's aber los hier. Aber ist schön. Also wie gesagt, das geht vollkommen in Ordnung. So, haben wir jetzt mal wieder Health. Danke. Wobei, weiß ich gar nicht. Ich glaube, gleich kommt schon der Boss. Durch diesen Schwassenskampf habe ich mir natürlich die Health-Leiste ruiniert, aber... Natürlich so ein Unsinn auch. So, das war jetzt mal wichtig. Wir können auch ganz präzise so schlagen. So. Und komm, zeig mal, was du kannst. So. Rotz ihm die Leiste weg. Ah. So, jetzt, das reicht. Es ist kein 100% Run, aber das ist mir scheiße egal. Gewonnen. Nee, aber ganz ehrlich, das Ding ist wirklich eine absolute Top-Empfehlung. Ach, man macht mit der Leiste weiter. Vielen Dank auch! Es wäre ja auch zu viel verlangt, dass man mit irgendwie einer größeren Leiste wieder weitermacht. Nein, oder mit einer vollen Leiste. Die greift mich nicht an. Kann ich nach unten schlagen? Ne, habt ihr Glück gehabt. Dann rette ich euch. Indem ich euch einfach ignoriere. Könnte trotzdem ein bisschen Hilfe gebrauchen. Raketen. So. Sollte man abpassen. Kann ich dich so erwischen? Ne. Also muss ich springen. Aber auch eine Menge aus. Das finde ich gar nicht gut. Spring! Ja. Boah. Danke. Jetzt machen wir das nochmal. Komm, das machen wir von der Seite. Ich habe ja auch eine super Helfer-Anzeige. Die ist total leer. Wow. Wieso bin ich jetzt gestorben? Klar, continue. Wieso war ich denn jetzt tot? Aber ihr seht,
Nur ein Leben, was seid ihr denn? Was bist du, irgendwie Star Quarterback? Das ist hier aber kein irgendwie Teenage-Schmunzette. Habe ich den jetzt ausgeglitscht? Ja, man kann die töten. Arnold Schwarzenegger wusste schon, was blutet, kann getötet werden. Ich glaube, der Spruch stand aus Predator, glaube ich. Und auf den draufspringen muss er nicht. Aber so sollte das aber auch eigentlich auch klappen. Ein Zeitfenster habe ich doch eigentlich nicht. Ah. So geht's nicht. Also die scheiß Rakete geht durch. Riskanter spielen. Mann, sonst kriege ich den nie weg. Ja. So kann das bleiben. Hm. Ah, du bist doch wohl hoffentlich gleich tot. Danke. So. Da komme ich nicht hoch, dann muss ich sowieso da lang. Schwert. Eigentlich nicht. Dann müsst ihr ja noch weiter im Infight. Oh, geht tot. Nein. Total doof an. Also, dich ignoriere ich jetzt. Na gut. Boah. Jetzt mach ich die aber platt. Danke. Ja, ich krieg die auch weg. Auch weg. So. Weiter geht's. 1-3. Sieht auch schön aus, ne? Ah. Das macht wirklich Laune. Hey, in Tod. Du doof. Ich hätte gerne Energie. Was ist zu viel verlangt, aber... Nee, ist klar. Ich kann ihn nicht töten, oder muss ich tatsächlich flüchten? Ah, mit der Waffe durch. Wieder Game Over, ne? Noch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, ob das auch unendlich continuous hatte. Ich glaube nämlich nicht. Aber das ist ja ein ganz normales NES-Game. Da brauchen wir auch keine unendlich continuous. Mein Gott. Aber ihr seht, glaube ich schon, dass das ein absolut cooler Titel ist. Also wer so diese üblichen Kandidaten kennt, der wird das mögen. Ninja Gaiden ist, glaube ich, der beste Vergleich. Vielleicht kennt einer noch Power Blade von euch?
Das ist auch noch richtig gut. So. So, tut mir leid, für Bubbles habe ich jetzt keine Zeit. Da muss der Michael sich wieder darum kümmern. So, auf jeden Fall habe ich genug Health. Okay, das war fair. Ich dachte schon, wäre jetzt Game Over. Und wir haben Health. Machen tot. Yes. 1-4. Boss. Muss ich laufen? Ne. Stage ist einfach größer. Nee, ist klar. Das mache ich jetzt mit dem Schwert, oder wie? Richtig. Wie soll ich das denn machen, bitte? Sieht interessant aus. Sieht nämlich knapp aus. Mal gucken, wer zuerst Glück hat, hat gewonnen. Yes! Puh. Meine Güte. Hat der Venom nochmal Dusel in seinem Alter. Und ich krieg doch Health. Stage 1 durch, jawohl. Ich glaube, so viel Stages hatte das Ding, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie gesehen, man kann das irgendwie in einer Stunde durchzocken. Aber, mein Gott, macht das Laune. Und die Musik. Schön. Wieder typisch 8-Bit. Das mit dem Ducken muss ich irgendwie nochmal wieder mir selber sagen. Nicht ducken. Ducking will get you nowhere. So. Jetzt habe ich Schuldigen. Nicht gefährlich. Legend of Cage hat das ja auch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Oh, so. Lass mich raten, Miniboss. Eine... Was bist du? Wie gesagt, könntest du eher ein Gegner sein aus dem Smub? Ja, komm, weg. Aber es ist ja hier auch die Zukunft. Na, komm. Hast du keine Lebensanzeige? Egal, gewonnen! Was geht jetzt hier ab? Ah, Scheiße. Auf zu wenig helfen. Ich wusste es. Game over. Ihr seht, haben wir noch 3 Continues. Aber trotzdem. Blue Shadow auf dem NES. Absoluter Tipp. Absoluter Garant für 8-Bit-Action. Deswegen bin ich ja ein Fan des NES geworden. Genau wegen solchen Games. Und davon gibt es tonnenweise. Und wirklich auch tonnenweise richtig geile Sachen. Vielleicht mache ich das auch mal wirklich als LP. Ich glaube, das sieht man nicht so häufig. Mal gucken. Vielleicht spiele ich da mal rum. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.